Damit begrüße ich dich zu einem weiteren Video. Mein Name ist Marco und heute gibt es ein Video zu den rechtlichen Grundlagen rund um das Reselling-Business und Lego-Investing. Und ja, ich werde dir heute mal alles vorstellen, so wie ich die ganzen Sachen umgesetzt habe, damit ich das Ganze rechtssicher betreiben kann. Das ist natürlich alles keine Steuerberatung in keinster Weise und auch keine Rechtsberatung und so weiter. Ich kann jetzt hier zumindest mal einen Leitfaden dir an die Hand geben, mit dem du weißt, was für Schritte denn mal mindestens notwendig sind. Und wenn du dann bei einzelnen Schritten Fragen hast, kann ich die versuchen zu beantworten, so wie aus meinen Erfahrungen heraus, aber eben keine Beratung abgeben. Wie immer ist das auch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt, also gerne in den Blog reinklicken, dort sind auch alle Quellen und Links. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, dann bevor wir direkt loslegen, wollte ich mich bedanken für den ganzen Support unter dem letzten Video. Es kam sehr gut an, es wurden schon Fragen gestellt und ich freue mich richtig jetzt weiter Videos zu produzieren. Ich hoffe auch, das passt so alles von der Qualität und so weiter und ihr schreibt weiter fleißig Fragen in die Kommentare, die ich dann in kommenden Videos eben mit beantworte. Auch heute habe ich die erste Zuschauerfrage, die sich ums Thema Kleinunternehmerregelung dreht, die ich hier dann auch anreißen möchte. Das Video ist wieder unterteilt. Hier unten hast du die verschiedenen Shortcuts. Das war jetzt die Einleitung. Jetzt fangen wir direkt Schlag auf Schlag mit dem ersten Thema an, und zwar der Gewerbeanmeldung. Im letzten Video habe ich gesagt, man kann, wenn man im Kleinstil Lego sammelt, es auch über private Veräußerungen machen, hat da gewisse Freibeträge. Ich behandle heute das Thema, wir machen das komplett rechtssicher. Wir melden ein Gewerbe an, weil wir haben eine Gewinnerzielungsabsicht mit den Lego-Sets, melden das offiziell an und versteuern das Ganze auch als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit letztendlich oder selbstständiger Tätigkeit. Wie läuft das Ganze ab? Ihr geht zu einem Gewerbeamt oder ihr macht das online bei eurer Kommune, Stadt, wie auch immer und sucht euch dort die Gewerbeanmeldung raus. Manchmal geht das online, manchmal muss man physisch hin. Wenn, dann hin mit dem Personalausweis und sagen wir mal 50 Euro, es wird so 20 bis 40 wahrscheinlich kosten oder hat es bei mir jetzt vor Corona gekostet. Und dort füllt ihr dann das ganze Dokument aus. Da geht es dann darum, wo betreibt ihr euer Gewerbe, dann wahrscheinlich meist euren Wohnort. Ihr müsst ein paar Dinge zum Gewerbe angeben. Und das Wichtigste dabei ist eben, ihr müsst eure unternehmerische Tätigkeit beschreiben. Ich empfehle dir hier, mach dir vorher Gedanken, welche Begriffe deine Tätigkeit und was du in Zukunft vorhast mit dem Gewerbe bestmöglich beschreiben. Schreib auch gerne ein bisschen mehr rein, also wenn dir noch andere Tätigkeiten einfallen, die du vielleicht mal im Rahmen des Gewerbes ausprobieren willst, weil dann müsst du später keine Änderung beantragen, die wieder Geld kostet. Beim Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du sagst, du willst einen Online-Shop und Marktplätze betreiben, dann kannst du sowas Ähnliches machen wie letztendlich der Online-Vertrieb von Elektronikartikeln über Online-Marktplätze und einen eigenen Shop zum Beispiel. Und da kannst du hier so ein bisschen variieren und versuchen, so viel wie möglich da reinzupacken, dass du da eben sehr sicher bist und alles machen darfst. Ich persönlich hatte Glück mit der Dame, die beim Gewerbeamt saß und das gemacht hat. Sie hat mir hier noch ein paar Tipps mitgegeben für mein Gewerbe speziell. Also ich habe quasi beschrieben, was ich mache mit dem eBay-Sachen. Und letztendlich konnte ich dann da Online-Vertrieb von, und dann habe ich 2, 3, 4 Kategorien, so Oberkategorien von eBay sozusagen aufgezählt, weil darunter fällt ja dann quasi alles. Also wenn bei eBay zum Beispiel steht Computer, Videospiele und PC, Computer, Video, Spielkonsolen und PCs, da gibt es so verschiedene Kategorien. Und alles, was da drunter fällt, kann ich ja dann auch machen, weil es ja dann eine offizielle Kategorie, die es so auf dem eBay-Marktplatz gibt. Und dann kann man da ein bisschen spielen. Aber es hängt wirklich sehr von den Beamten ab. Und am besten versucht ihr den Begriff so gut wie möglich zu beschreiben. Und wenn es dann halt nicht klappt und die sagt, nee, das ist zu ungenau oder, dann geben die euch dann meist auch Hilfe oder Feedback. Und du kannst auch mal probieren zu googeln. Da gibt es schon einige Leute, die online ausgefüllt haben, sozusagen live die Gewerbeanmeldung. Wenn du das möchtest, können wir das auch gerne mal machen. Dann kann ich auch mal ein Video machen, wie ich quasi sozusagen meine mit dir ausfülle und dann siehst du, was ich ausgefüllt habe und kannst dann daran vielleicht so dir noch ein paar Infos rausziehen. Aber das soll jetzt nur ein Leitfaden sein, was man machen muss, nicht genau, wie man es machen muss, weil das würde das Video sprengen. Wenn da aber Interesse besteht, mache ich sehr gern zu jedem Punkt ein individuelles Video, wo man das komplett sozusagen dann einmal durchgeht zusammen. Genau. Ich habe auch mal einen Link zur Gewerbeanmeldung unten reingepackt, zum Gewerbeamt, beziehungsweise in dem Blog, im Blogbeitrag habe ich es verlinkt, da könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Wenn das Gewerbe angemeldet ist, im zweiten Schritt geht ihr zum Finanzamt oder macht es online, über Elster zum Beispiel, da kommen wir auch noch gleich zu, und füllt den steuerlichen Erfassungsbogen aus. Da müsst ihr ganz viel reinschreiben, ne, wieder wo, was arbeitet ihr, was eure Tätigkeiten, ne, mit dem Gewerbeamt und so weiter. Und das Wichtige ist hier einmal der Punkt der Kleinunternehmerregelung oder eben keine Kleinunternehmerregelung. Und ein bisschen weiter unten müsst ihr euren Umsatz schätzen.
Wenn ihr die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen wollt, dann schätzt euren Umsatz kleiner als 22.000 und im zweiten Jahr kleiner als 50.000, weil wer bei der Grenze ist, darf diese Kleinunternehmerregelung gar nicht mehr in Anspruch nehmen und ist sofort regelbesteuert, also muss Umsatzsteuer letztendlich abführen, darf sich aber auch wiederholen, zahlt also in summa summarum auf den Gewinn 19% Steuern, so pauschal Umsatzsteuer. Und Kleinunternehmer kaufen die Ware brutto ein, verkaufen sie brutto und müssen keine Umsatzsteuer abführen, aber dürfen sich auch nicht wiederholen. Das spart eben am Anfang Spaß für die Umsatzsteuer. Mein Hinweis, mein persönlicher Hinweis, aber ich kann auch gern hier zu dem steuerlichen Erfassungsbogen und der Kleinunternehmerregelung nochmal ein spezielles Video machen. Ich persönlich bin als Kleinunternehmer gestartet und das war ein großer Fehler, denn im ersten Jahr, gut, ich hatte Glück, also jetzt in Anführungsstrichen, durch diese Engpässe mit Corona haben einfach viele meiner Waren, die ich eingekauft habe, sehr schnell eine Preisentwicklung erfahren und ich habe sehr schnell diese 22.000 überschritten, obwohl ich davon gar nicht ausgegangen bin, dass ich das im ersten Jahr reichen könnte. Und dann musste ich bin zum Jahreswechsel umgestiegen auf den regelbesteuerten Unternehmer und musste ab dann Umsatzsteuer abführen, was erstmal kein Problem ist. Aber für die ganze Ware, die ich im Jahr vorher schon gekauft habe, da waren ja die Rechnungen schon eingereicht beim Finanzamt für das letzte Geschäftsjahr. Das heißt, ich hatte da diese Bruttoausgaben, von denen ich mir aber keine Umsatzsteuer holen konnte. Und damit war meine Umsatzsteuerlast viel höher. Deswegen, wenn du dir überlegst und sagst, okay, ich will in ein, zwei Jahren regelbesteuerter Unternehmer sein, ich möchte mir jetzt ein Lager aufbauen, dann kann es sinnvoll sein, direkt als regelbesteuerter Unternehmer zu starten, ohne die Kleinunternehmerregelung zu nutzen, weil du dann bereits die Ware, die du jetzt einlagerst, bereits die Vorsteuer, also die Umsatzsteuer, die du gezahlt hast, oder die Mehrwertsteuer, die du gezahlt hast, ist übrigens beides das Gleiche, dass du dir die wieder zurückholen kannst. Dann lagerst du die Ware sozusagen netto ein, also 19% Umsatzsteuer holst du dir zurück, das heißt für 100 Euro, hast du dann in Wirklichkeit nur einen Waren-Netto-Lagerwert von 81 Euro zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, wenn du dann später verkaufst irgendwann, dann musst du natürlich aber auch auf den Gewinn oder auf den Umsatz die 19% zahlen. Und wenn du den vom Einkaufspreis 19% holst, auf den Umsatz aber später die 19% wieder abführen musst, dann bleibt sozusagen die Mitte der Gewinn und der Gewinn wird dann letztendlich 19% besteuert. Das heißt, du hast halt 19% weniger Gewinn. Dementsprechend, wenn man in der Kleinunternehmerregelung bleibt oder den 22.500 Euro, dann ist es sehr gut, weil das ist alles einfacher. Diese Umsatzsteuervoranmeldung hast du nicht. Du hast nicht diese extra Besteuerung, die dann dein Kapital auch wieder auffrisst. Aber du musst halt überlegen, wenn du irgendwann mal umsteigst, hast du halt irgendwie noch ein Warenlager, dann musst du das irgendwie abverkaufen. Also wenn du halt gleich weißt, du willst es größer durchziehen, dann würde ich dir überlegen, von vornherein die Kleinunternehmerregelung zu verzichten. Hat auch den Vorteil, dass du, wenn du jetzt einen Schreibtisch, einen PC, Kameraequipment kaufst, dass du hier auch direkt, wenn es jetzt nicht ein Anlagegut ist, das ist was anderes, aber wenn es jetzt ein gering wirtschaftliches Gut ist, dann kannst du dir direkt die gezahlte Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer direkt wieder zurückholen. Und damit hast du halt natürlich wieder weniger Kapitalbindung, hast mehr Kapital halt frei für Investments. Das muss man sich aber überlegen, aber wichtig ist, den Bogen auszufüllen. Springen wir weiter zum nächsten Punkt, zur Umsatzsteuernummer. Das packe ich jetzt hier mit so einem steuerlichen Erfassungsbogen mit rein. Man kann in dem Zuge auch eine Umsatzsteuernummer beantragen. Das würde ich in beiden Fällen tun, ob du jetzt Kleinunternehmer bist oder nicht, denn du brauchst die später, um bei eBay zu verkaufen. Die gibst du an die Umsatzsteuernummer, wie gesagt, egal was für ein Unternehmer du bist, und damit prüft einfach eBay, ob du existierst, ob du gemeldet bist, deine Steuern zahlst und so weiter. Deswegen brauchst du diese Nummer, damit du überhaupt auf eBay verkaufen kannst. Unabhängig davon, ob du jetzt Umsatzsteuer abführst oder nicht. Deswegen auf jeden Fall mit beantragen, sonst hast du später ein Problem, dass der eBay den Account sperrt. Weiterer Punkt, der gehört auch ein bisschen zum steuerlichen Erfassungsbogen und zum Finanzamt, ist ein SEPA-Lastschriftmandat. Das würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall mit ausfüllen. Im nächsten Video gibt es auch nochmal einen Gewerbekontenvergleich, wo ich dir das beste Gewerbekonto vorstelle, das ich gefunden habe und für mich seit 2-3 Jahren schon nutze und sehr zufrieden bin. Das kann ich dir dann empfehlen. Und wenn du dann bei diesem Schritt bist, gib bei dem SEPA-Lastschriftmandat dieses Konto mit an, dass das Finanzamt deine Steuerschuld direkt dort abbuchen kann. Das hat den großen Vorteil, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel Vorsteuer zahlen musst und du gibst jetzt die Vorsteuer, gibst du quasi ab, sagst dem Finanzamt, ich müsste 82 Euro an Umsatzsteuer abführen und dann müsstest du die aber auch passend zum richtigen Tag überweisen. Und wenn du da ein bisschen was verschläfst, die kommt zu spät oder sie kommt gar nicht an, dann hast du ein richtiges Problem mit dem Finanzamt und das wollen wir um jeden Preis umgehen. Deswegen sagst du dem Finanzamt mit dem SEPA-Lastschriftmandat, dass du oder dass sie in deinem Namen von deinem Konto das Geld einziehen dürfen und damit ja, umgehst du quasi das Problem, dass du deine Umsatzsteuer zahllast oder deine generelle Steuerzahllast zu spät leistest und damit umgehst du wieder Probleme mit dem Finanzamt. Deswegen kann ich das nur empfehlen, ich habe es gemacht und letztendlich, du musst die Steuer eh zahlen, dann lass sie dir doch lieber vom Finanzamt einziehen. So, nach dem SEPA-Lastschrift
Mandat kann ich jetzt noch Elster ans Herz legen. Mit Elster kannst du auch diesen steuerlichen Erfassungsbogen und das Seepalastschriftmandat und so weiter direkt online einreichen. Und zwar ist Elster sozusagen dann deine Online-Schnittstelle letztendlich zu den Behörden, um hier deine steuerlichen Dokumente eben einreichen zu können, also zum Finanzamt sozusagen. Beispiele wären die Umsatzsteuervoranmeldung, von der ich bereits gesprochen habe, den steuerlichen Erfassungsbogen, die EOR, die Einkommensteuererklärung und alle möglichen Dokumente. Elster ist ein offizielles Portal, Link ist auch unten in dem Beitrag mit drin. Du musst dir dann Zugang erstmal anlegen und beantragen, das dauert eine gewisse Zeit. Dementsprechend würde ich die mit einplanen, das kannst du relativ zeitnah jetzt schon beantragen. Und wenn du dann das Gewerbe angemeldet hast, kannst du über das Elster-Portal dann alle anderen Sachen erledigen. Und wenn das dann geklappt hat, kommen wir jetzt zu den Dingen, die weiter wichtig sind, die aber jetzt spezieller fürs Reselling sind oder fürs Lego-Investing, und zwar die Verpackungslizenz. Es ist so, dass du in Deutschland, wenn du an einen Endverbraucher Karton, also Ware lieferst und die in den Karton verpackst mit Füllmaterial und Klebeband und so weiter, vielleicht noch einen Lieferschein reinpackst und eine Visitenkarte, dann bist du erst in Verkehrbringer von Versand- oder Verpackungsmaterial. Und mit der Verpackungslizenz oder auch der Verpackungslizenznummer stellt der Staat sicher, dass du dich daran beteiligst, dass dieser Abfall, der in den Verkehr gebracht wird, dass du dich an der Entsorgung beteiligst. Das Ganze nennt man auch duales System. Und ich höre oft von Reselling-Anfängern, dass sie sagen, ja gut, aber ich nutze ja den Amazon-Karton, mit dem Amazon mir die Ware geschickt hat. Ich nutze das Verpackungsmaterial, was eh schon drin war. Aber sie denken halt keinen Schritt weiter. Weil zum Beispiel, dass du jetzt einen Lieferschein reinpackst, ein frisches Papier, dass du neues Klebeband nutzt, dass du vielleicht irgendwie noch Schrenzpapier nutzt, um es auszupolstern. All diese Sachen bringst du als Erstinverkehrbringer an deinen Endverbraucherkunden. Und damit musst du das ganze Zeug lizenzieren. Und deswegen empfehle ich persönlich, einfach um darauf nochmal sicher zu gehen, dass man sich bei der sogenannten Lucid-Stelle, ich verlinke es auch nochmal unten, das ist das offizielle, die zentrale Stelle Verpackungsregister, so heißt es, dass du dir dort so eine Nummer beantragst, dann bist du schon mal in diesem offiziellen Verzeichnis und Abmahnanwälte schauen oft mal in so ein Verzeichnis und sehen, der verkauft auf eBay, der ist nicht eingetragen in diesem Verzeichnis, den mahnen wir ab. Und wenn du da schon mal drin stehst, wirst du schon mal nicht abgemahnt. Deswegen lohnt es sich zumindest mal, so eine Nummer zu beantragen. Und dann gibt es sogenannte duale Partner. Dazu zählt zum Beispiel Activate Reclay. Die nutze ich, aber ich habe in den Beitrag noch ein paar andere Dienstleister reingepackt. Und Active Reclay, den sagst du quasi, ich werde im Jahr 2022 100 Kilo Karton und 30 Kilo Kunststoff an meine Kunden versenden. Ne? Klebeband, Verpackungsmaterial, Luftpolsterfolie und so weiter. Das schätzt du oder du rechnest dir das aus. Wenn man mal ein bisschen länger im Reselling ist, weißt du, was ein Karton wiegt und dann kann man das hochrechnen. Und dann sagt die Active Reclay, okay, die ganzen Sachen, die du da jetzt lizenzieren möchtest, kosten 100 Euro zum Beispiel. Dann nutzt du am besten noch, da kommen wir auch noch gleich zu, wenn du IT-Rechtkanzlei-Kunde bist, wie gesagt, kommen wir gleich zu, was das ist, kriegst du nochmal einen 8% Gutschein und wenn du früh im Jahr 2022 lizenzierst, kriegst du nochmal bis zu 25% Frühlizenzierer-Rabatt. Das heißt, in Summe kann man da, ich glaube, für 30, 40 Euro, wenn man da als Reselling-Anfänger unterwegs ist, vielleicht sogar für 20 Euro, sich da lizenzieren. Lizenzierst du einfach ein bisschen Verpackungsmaterial, was du neu in Umlauf bringst, holst dir diese Nummer und bist auf der wirklich sicheren Seite, dass du nicht abgemahnt wirst, weil du die Nummer nicht hast und dass auch ein Konkurrent dich nicht abmahnt und sagt, ja, aber der hat hier irgendwie einen Kleber in Umlauf gebracht und lizenziert ja gar nichts und ich muss es lizenzieren, hab Kosten und dann kann er dich da abmahnen, weil du dir ja einen Wettbewerbsvorteil holst, weil du auf diese Kosten letztendlich die umgehst du. Und wir reden hier von 20 Euro, also es sind jetzt keine riesen Summen, die du da weniger hast und deswegen würde ich einfach ans Herz legen, das zu machen, damit du da auf Nummer sicher bist. Wie gesagt, wenn dann Fragen sind, wie das Ganze abläuft, dann gerne die Kommentare, dann mache ich zu jedem Thema ein einzelnes Video. Aber mir ist jetzt wichtig, mit dem Video dir einfach zu zeigen, was musst du überhaupt beachten, wenn du dich selbstständig machen möchtest mit einem Lego Investment Depot oder als Reseller. Und die einzelnen Punkte, die hier drin sind, kann man dann wieder selbst recherchieren oder du wartest eben dann, bis ich zu jedem Thema ein eigenes Video mache und dann diese kompletten Schritte mit dir gemeinsam durchgehe. Und ich glaube, das ist ganz sinnvoll, vor allem, weil es dazu jetzt meiner Meinung nach noch nicht sehr viele Videos auf YouTube gibt und vor allem auch oftmals die immer wieder veraltet sind, weil sich Dinge ändern. Deswegen, also wenn du Interesse hast, schreib es in die Kommentare, dann mache ich, wie gesagt, zu jedem ein einzelnes Video. Aber auf jeden Fall Verpackungslizenz, Lucid und dann über so ein duales System deine Verpackung lizenzieren, essentiell. Und ja, zu guter Letzt kommen wir zu den Rechtstexten. Denn für eBay, Amazon, Kleinanzeigen und Co., auch deinen eigenen Online-Shop, brauchst du
offiziell in Deutschland gewisse Rechtstexte. Das können die AGBs, die Widerrufsbelehrung sein, das kann eine Datenschutzerklärung sein, das kann ein Impressum sein, all diese Sachen. Und man kann die natürlich selbst erstellen, das ist technisch möglich, aber es kostet sehr viel Zeit. Wenn du jetzt nicht in dem Thema drin bist, als Laie machst du bestimmt Fehler und du bist auch nicht immer up-to-date, weil du ja nicht immer neue Änderungen auf europäischer, auf deutscher Ebene mitbekommst. Und deswegen habe ich persönlich mich für die IT-Rechtskanzlei entschieden. Ich habe dir auch mal unten, also auch in dem Beitrag und hier unter dem Video, die Seite verlinkt. Dort gibt es ein sogenanntes Starterpaket, das quasi perfekt für, ja, sozusagen Online-Shop-Betreiber, Online-Händler gedacht ist. Da zahlst du jeden Monat 9,90 Euro und bekommst regelmäßig alle Rechtstexte für deinen Shop. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so ein Impressum, eine AGB, eine Widerrufsbelehrung, einen Datenschutz. Und die kann ich dann alle nach eBay importieren und kann sie auch automatisch, wenn mein Kunde jetzt bei mir bestellt, kriegt er die automatisch in den E-Mail-Anhang gepackt. Und damit bin ich sehr, sehr rechtssicher, weil ich eben diese ganzen Auflagen erfülle und der Kunde kennt seine Widerrufsrechte, er kennt die Datenschutz und die AGBs von meinem Shop und damit ist es für 9,90 Euro, finde ich, ein sehr günstiger Preis für einen sehr guten Service, weil es eben regelmäßig updated wird und wenn du das einmal jetzt, wenn du es hier sagen wir mal, du meldest dich jetzt an und machst das für 12 Monate, kriegst du auch noch 2 Monate gratis und umgekehrt kriege ich einen kleinen Obolus, dass ich dich geworben habe. Das ist tatsächlich auch einer der wenigen Affiliate-Links hier drin, weil ich einfach wirklich hinter dieser IT-Rechtkanzlei stehe, hinter dem Service, weil ich den wirklich schon seit Jahren nutze. Ich habe mittlerweile das, ich glaube, das mittlere Paket, weil ich habe mehrere Präsenzen, die ich da schütze und ich hatte noch wirklich nie Probleme damit. Ist auch wieder nur meine Erfahrung, aber ich finde, das ist mit der beste Service, mit der besten Qualität für den günstigsten Preis eben, der alles umfasst. Und wenn du dich dann da angemeldet hast, kannst du mit denen schreiben, dann kannst du angeben, wofür machst du denn diese Internetpräsenz, also ist es ein eBay-Shop, ein Amazon-Shop und bekommst dann passend dafür auch die nötigen Rechtstexte und kannst sie dann auch anpassen. Das heißt, du kannst sagen, ja, ich nutze dieses Buchhaltungstool, dieses Rechnungstool, ich biete PayPal an oder eBay-Zahlungsabwicklung und da kannst du wirklich das komplett individualisieren, sodass es für dich auf deinen Shop und deine Bedürfnisse angepasst ist. Und das findest du einfach ein fantastischer Service für nicht mal 10 Euro im Monat. Also kann ich nur ins Herz legen, damit man hier schon mal in gewisse Sicherheit hat, dass man einfach wenig die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man abgemahnt wird und dass man am Ende Probleme kriegt. Deswegen kann auch ich dir das ans Herz legen, den Service, schaust du dir gerne an und wenn auch andere von euch andere Services nutzen, dann auch gerne in die Kommentare, ich bin doch immer offen, aber ich habe bis jetzt noch nichts Besseres und also wo das Preis-Leistungs-Verhältnis besser war, gefunden. Denn entweder man macht es halt selbst, hoher Aufwand, hohes Risiko oder du holst dir halt einen, ja, Rechtsberater, wie auch immer, Rechtsanwalt, der das individuell für dich macht und der kostet halt sehr viel und ich glaube tatsächlich, dass das die beste Preis-Leistungs-Mitte ist. Ja, dann war das das Video, es ging fast 20 Minuten, vielleicht habe ich ein bisschen was rausgekürzt und zwar dann final doch ein bisschen kürzer, aber jetzt siehst du mal schon mal einen groben Leitfaden, was alles zu beachten ist, wenn du mit dem Reselling anfangen willst. Das habe ich auch in dem ersten Video schon genannt. Das ist wirklich, wenn du es anfängst, erstmal, es erschlägt dich. Und deswegen habe ich diesen Leitfaden gemacht, dass du siehst, okay, es ist eine begrenzte Anzahl an Schritten, die du gehen musst. Und dann ist das Ganze fertig, rechtssicher. Dann kommen jetzt noch ein, zwei Themen im Geschäftskonto und ein bisschen der Buchhaltung. Und danach kannst du halt wirklich anfangen. Und wenn du das einmal vernünftig gemacht hast, hast du halt auch nie wieder Probleme damit. Klar, du musst dich ab und zu weiterbilden, wenn sich Sachen ändern. Und du musst auch die Steuererklärung einmal im Jahr abgeben. Aber ansonsten sind das halt quasi Sachen, die einmal anstehen und danach halt nie wieder. Und deswegen habe ich den ganzen Leitfaden auch nochmal unter dem Video in einem Blogbeitrag zusammengefasst, dass du dich wirklich schrittweise daran entlanghangeln kannst und dann genau weißt, was muss ich nacheinander machen. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über dein Feedback. Einen Daumen nach oben und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Es wird dann, wenn Interesse besteht, in den kommenden Wochen jeweils einzelne Videos zu den einzelnen Schritten geben, dass du dann sagst, okay, Gewerbeanmeldung habe ich schon gemacht, passt, kann ich, aber diesen scheulichen Erfassungsbogen, Marco, den verstehe ich nicht. Und dann kannst du dir halt gezielt das Video anschauen und ich zeige dir, wie ich das gemacht habe. Und dann kommst du dem Ganzen doch hoffentlich ein Stück näher und verstehst das Ganze ein bisschen mehr, weil es doch teilweise ein bisschen unübersichtlich ist und wenn es dir halt keiner erklärt, in der Schule kriegen wir es auch nicht mit, wie wir so einen steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen und man braucht nicht für alles einen Steuerberater, aber, oder eine Rechtsberatung, weil man auch Sachen selbst machen kann, aber ich empfehle auch immer nochmal am Ende da eine Rücksprache zu halten, einfach um alles auf Nummer sicher zu gehen, weil das eben ich nicht machen kann als, natürliche Person, als Nicht-Jurist habe ich hier keine Befugnis, das zu machen und ich möchte es auch gar nicht machen. Ich möchte dir aber nur überhaupt mal das Wissen mitgeben, dass du verstehst, okay, was muss ich denn überhaupt machen und dass du dir dann für die einzelnen Bereiche deine Experten suchst. Das ist ja letztendlich dann auch so ein bisschen die Tätigkeit als Unternehmer, dass man eben selbst die Dinge dann auch in die Hand nimmt und erledigt. Und das finde ich eine sehr schöne Sache und deswegen hier den Leitfaden für dich. Ich hoffe, er konnte dir ein wenig weiterhelfen. Dann sehen wir uns an einem der kommenden Sonntag um 10 Uhr wieder. Das Ganze
Projekt, das LEGO Investment Guides für 2022, geht weiter. Das war jetzt das zweite Video. Wenn du die anderen Videos sehen willst, dann klick dich in die Beschreibung. Da ist dann auch mittlerweile die Playlist verlinkt und du kannst dir die anderen Videos anschauen. Bis dahin wünsche ich dir eine finanziell erfolgreiche Woche. Bleib gesund und wir sehen uns. Bis dahin, auf Wiedersehen.